Aufnahme starten. Warum steht bei dir oben drüber very poor, also sehr arm? Weil ich ein armes Hustchen bin. Ja. Keine Ahnung. Bei dir steht Flauschhase D03E. Daneben ist nichts mit einem roten Dingen? Nee. Okay. Okay. Ja, wie finden wir denn unsere komische Welt wieder? Mal gucken. Welt. Suchen. Escape Room. Das hier sieht danach aus. Ich hab die Musik noch nicht an. Warte. So. Na, jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Ja, irgendwann kriege ich das auch hin. Escape. Da, Drop Portal. Ja? Ja, schön. Ich denke, das war's. Na, schade, es left ja instant. Okay. Wenn man da weitermachen könnte, wo man war. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Es sieht danach aus. Und zum ersten Level stand er braun, aber ich habe mir ja den Code aufgeschrieben hier irgendwo. 660, glaube ich. 6990. 6990. Ja. Behalten. Was hier, dieses Ding? Ja. Ja, es ist der Raum. Ist so, gerade wo drauf gedrückt? Ich bin zum roten Ding gegangen. Hm. Ah, warte auf dich. Okay. Oh, ja. Ah, ich habe schon den Code gedrückt hier. Ja, easy Ding. So. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Wenn man den Kopf schief legt mit dieser braunen Wand da. Ja, okay. Wie war das diesmal? Stellen wir uns nicht blöd an. Mhm. Okay. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Oh, ich kann Teller nehmen. Mhm. Die haben wahrscheinlich auch wieder überhaupt nichts damit zu tun. Oh. Was? Da ist schon wieder ein Code. Ja, hier ist die Türe. Ja, da waren wir ja vorher, wo du gerade stehst. Ja, ich habe mir nur gerade mal hier diesen Code-Dingsbums da angeguckt. Move, ja, Bewegung. Wieder Zahlen und doch Farben, oder? Ja, richtig. Ich sehe 4 Farben. Die kann ich aber nicht anklicken. Aber vielleicht 4 Zahlen hat jeweils mit der Farbe zu tun. Hm. Ist hier was Farbiges? Wir haben nur ein gelbes Teig. Oh, ich habe hier was Blaues liegen. Oh nein. Oh nein. Guck mal, ich habe was für dich. Hier, kannst du mit rumspielen. Mit dem gelben Ding. Aber da sind Zahlen an der Wand. Geh mal das Gelbe holen. Oh nein, jetzt auch nicht wie am 4 kurz. ja, das Gelbe würde ich holen, wenn ich immer wüsste, wie es hier aufgeht. Ach so, ja, das ist irgendwann aufgegangen. Irgendwann aufgegangen oder weil wir irgendwas gemacht haben? Ich weiß nicht. Ich hatte mir das angeguckt und das ist irgendwann aufgegangen, als nachdem ich hier in der Ecke stand, habe gesagt, guck mal, hier ist ein kleines Pinöpselchen. Ach, guck mal, da geht's auf. Ach, guck mal, da habe ich das so im letzten Mal gemacht. Boah. Musste man sich wohin stellen? Ja. Ja. Super. Ich freue mich. Ja. Aber heißt das, wir haben jetzt 4 solche Tafeln? Oh, diese Dinger hier hinzustellen ist schon wieder. Ich habe bisher nur ein blaues gesehen. Das kann man
damit tun? Ah, du hast mir zwar gezeigt, dass man das mit dem Mausrad hier festhaltend bewegen kann, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber... Ja, steht. Toll. Aber kann man da durchgucken? Ja. Kann man aber... Wo und wie? Hier wackelt was. Was? Hier drunter ist irgendwas. Hier war doch gerade was. Wenn du weiter weggehst, dann wackelt da was drunter. Wie kann man hocken? Achso, hab schon. Ey, was ist das? Ah, okay. Das macht mehr Sinn, das darauf zu legen. Vielleicht. Was ist das hier? Ein Messer, okay. Oh, hier ist auch irgendwas. Hier kannst du 6-mal drauf drücken. 6-mal? Ja. 6-mal. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen 6-stelligen Code. Ja. Oh, ich kann Schränke aufmachen. Das, oh cool. Vielleicht ist da ja was drin. Ja, hier ist was drin. Oh, da ist eine rote Platte drin. Ich glaub's ja nicht. 2 rote Platten? Okay, schmeißen wir es einfach mal jetzt mit zu den anderen. Okay, warum auch immer. Das heißt, es fehlt noch grün. Warte mal, einen hast du unter dem Tisch gefunden, ist da noch mehr? Ich weiß nicht. Ich vermute eher, von der Größe her könnte das in dieser komischen Maschine hier drin sein. Ich schnicke mal hier rum. Hier ist ja nichts mehr runter. Aber ein 6-stelliger Code. Also wenn ich raten sollte, kriegen wir also mit den Dingern den Code. Aber warum haben wir da an der Wand noch so ein Ding? Und warum der Buchstaben hinter? Die hey, lass mal liegen. Ja. Jetzt irgendwie drehen. Ja, fast. Wo bin ich hin? Ein bisschen zurück. Mal ein kleines bisschen. Aber man kann es so vielleicht schon erahnen. Oben wäre 4D. Aber was heißt denn 4D? Wo will ich hier jetzt hin? 4D. Hier ist ein 4D, D. 3U, 1R, 7L. D, U, R, L, E. Ja, das sind die Buchstaben, die hier an der Wand stehen. Aber was soll das heißen? Ach so, warte. Ich habe eine Eingebung. Sag mir das nochmal. Was? 4D? 4D, 3U, 1R, 7L. 1R, 7L. Und so, meinst du die andere Richtung? Also 7, 3. Meinst du nicht vielleicht 2L? Weil dann nee, wäre das. Das sind 7. Aber 1, 2, 3. Okay, dann. Also es ergibt dann nur irgendein anderes Wort für mich, aber. Was denn? Lot? Lot? Lot?
Ja, wenn du das dann anders... L wäre 7, LU wäre 3, LU wäre 7, 3, 1, 4. 7, ach so rum meinst du. Wenn man das als Lot... 7, 3, 1, 4. Gibt da es nicht. Mal zu dem anderen hier rüber. 7, 3, 1, 4. Wieso macht er das denn hier zwischen? Ich muss das Blaufeuer anklicken. Das kann ich nicht anklicken, das ist dazwischen. Oder muss man die Reihenfolge nehmen? Rot, Blau, Gelb, Grün. Aber sobald du 4 Dinge eingetippt hast, geht das wieder weg. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind die nacheinander irgendwie gesetzt. Was wäre denn rot? Lass doch mal rot nehmen. 7, 3, 1, 4. Notierst du das? Ja. 7, 3, 1, 4. Das war bei blau, ne? Mhm. Lord. 7, 3, 1, 4. Genau, dann nehme ich das mal. Okay, bei dem fällt das. Kann das nochmal rot ausprobieren? Ich sehe nichts, ich laufe irgendwo hin. Kommt mir schon fast zu einfach vor. D-R-U. Das ist so ein D da hinten. Das ist ein D. Da war es ja schon mit Lert. Hast du ein L? Nein. Doch, da oben. Aber es ist so ein bisschen schief. Das da oben ist ein D. 5L? Ah ne, jetzt ist es ein L, okay. Also, fängt man da 5 an? Von U. 5. 1. 1 U. 1. 5. 1. 3. 1. Okay, das wäre rot. Probieren wir das mal. 5. 1. 3. 1. 5. 1. 3. 1. Vielleicht müssen wir die nacheinander eingeben. Also der hat jetzt nichts gemacht. 1, 3, 1. Da passiert nichts. Okay, dann lass uns das Grüne finden. Okay, dann wird wahrscheinlich das hier einfach das nächst größere Rätsel sein. Du hast gesagt 6 Stück? Mhm. Was ist denn hier? Sieht das so komisch aus? Ist mir von aufgefallen. Ich laufe da einfach mal gegen, vielleicht geht er wieder was. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kannst du dich mal in den Automaten stellen, bitte? Wohin stellen? An den Automaten. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Oh. Und zwar kannst du mal eingeben 2, 2, 3, 4, 2, 1. Ich glaube, es passiert nichts. Okay, dann 3, 3, 2, 1, 3, 4. Nochmal. 3, 3. 3, 3, 2, 1, 3, 4. Ja, hast du das gemacht? Ja, cool. Guck mal über den, auf die Tasten, guck mal da drüber. Oh, hier bei meinem Automaten, oder? Deinen Automaten, ja. Über den Tasten, ach, das komische Fässer. Ding. Fässer. Hier sind 6 Reihen und wir haben ja so graue Fässer dazwischen. Ich habe einfach mal die Fässer abgezählt.
Die, die ich letzte Folge schon gezählt habe. Yeah. Ja, grün. Oh, liegt das aber direkt perfekt? Perfekt. Nee, nicht ganz, da fehlt ein U. Du sagst mir, ich schreibe auf, ich habe den Stift. Stimmt, wir müssen einen Tick weiter nach. Oh Gott. Oh, ich hatte einen Stift. Der ist weg. Moment. Ah, ich hab's. Lot, ne? Lot, ja. Ach, so. 2, 1. Ja. 1, 2. Das war jetzt bei grün. Dann haben wir grün, zwei, rot, eins, blau, eins. Dann brauchen wir noch gelb. Was? Diese komischen wackelnden Dinger da unter mir finde ich sehr irritierend. Ja, ich traue mich auch nicht wirklich runter zu gucken. Sie steht im Weg. Kann man das erkennen? Ja, nicht ganz. Oh, es ist besser gemacht. Oh. Ups. 6, 2, 5, 1. 6, 2, 5, 1. 6, 2, 5, 1. Okay. Also, dann gebe ich jetzt mal zuerst rot ein. Dann blau. 3, 1, 4, dann gelb, 2, 1, dann grün, 2, 1, 2. Nope. Rot, gelb, blau, grün, macht zwar keinen Sinn, aber... 1. Was wolltest du jetzt? Gelb? 6. 2, 5. 1. Blau. 7, 3, 1, 4. Und grün. 2, 1, 1, 2. Nein. Vielleicht brauchen wir von Rot. Das ist die Zahl von L, bei Blau von U, Gelb von R und Grün von D. Also. Du sitzt in der Luft. Ich muss mal. Du sitzt mit deinem Schwänzchen im Tisch. Das sieht aus, als müsste dich das Schwänzchen abstürzen. Ja, tut's wahrscheinlich auch. Immer noch was davor diesen Pinöpsel an der Wand werfen. Also, erste, zweite, dritte, vierte Zahl, ja? Ach so, die haben wir ja auch noch eine Wand. Oh. Ja, lass das mal ausprobieren, was du gerade gesagt hast. Sagst du mir dann die von Rot die erste? 5. 5. Blau, zweite. Also die zweite jetzt von Blau, ja? Ja. 3. Die dritte von Gelb. 5. Und die letzte von Grün. 2. Okay, geht nicht. Was ich irritierend finde, ist, du hast aber auch nur 4 Zahlen, die du eintippen kannst. Ne? Ja. Haben wir auf dem Board auch die Buchstaben... M-O-V-E. Move? Ich glaube, das haben wir hier drüben auch stehen gehabt. Nee, okay, da und? Stand Brown. Ah, hier steht Brown. Und bei dem letzten Move. Level war Braun die Lösung hier an der Wand, weil du da den Kopf schief halten musst. Und also muss hier, ja, Bewegung, ja. Muss ich mich doch hier gegen bewegen? Auf gegen die Wand.
Oh. Ach, ich dachte gerade wirklich, es hat funktioniert. Vier Zahlen, vier Farben. L-U-R-D. Ich habe noch eine Idee. Ja, ich auch, aber die sind ein bisschen bescheuert. Oh, ich habe noch eine verquerter denkende Idee. Moment. Okay. Warte. M O V E. Ach man, das wäre schön gewesen. Du, die alte Tastatur, Handy ist nicht mehr, ne? Ich schreibe immer noch damit. Wir haben vier Zahlen, die wir nur eintickern können, ne? Wenn ich das richtig sehe. Eins. Also vier Lichter, die angehen. Vier Farben, vier Lichter. Das heißt, wir brauchen eine Zahl pro Farbe. Ja. Und die Zahlen werden weiß. Das muss mit diesen komischen Dingen hier zu tun haben. Haben wir vielleicht irgendeine nicht richtig draufgelegt gehabt? Ja, aber das passt ja nicht, ne? Wir haben ja vier Zahlen pro Farbe. Und wir können die Farbe nicht anklicken, hast du gesagt, ne? Nee, aber. Rot. Gelb. Nee. Ja. Was ist denn, wenn Rot eine für eine Zahl steht? Blau für eine Zahl steht, Gelb für eine Zahl steht, Grün für eine Zahl steht. Wie kriegen wir denn eine Zahl daraus? Wenn wir die alle addieren, sind wir doch wahrscheinlich im zweistelligen Bereich, ne? 6, 11, ja. Gelb ist das dritte. Okay. So ein Gelb wäre 5. Ja, ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon eingegeben haben. Was ist denn, wenn man die alle übereinander legt? Geht das? Die werden sich verdecken. Ja. Frage. Aber. Ich hab da jetzt so schon nicht. Oh, da war jemand im Chat und ich habe es nicht mitgekriegt. Ein Thunderbolt. Ja. Komisch, auf dem Handy kann ich das sehen, aber auf dem Tablet nicht. Und dann sagt doch noch Hallo, vielleicht ist die Person ja noch da. Blöde Frage, wo sehe ich das, ob die Person da ist? Wenn du sie entweder ansprichst, B, guckst, welche Mitglieder du noch drin hast, oder C, guckst, welche Zuschauerzahl du hast. Null, glaube ich, stand da gerade irgendwo. Man mischt eins, das könnte ich sein. Ich hab das an hier auf dem Tablet. Oh, ist egal, du kannst ja trotzdem Hallo sagen. Ja, hallo, ist Thunderbolt. Tut mir leid, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ich habe auch ein Standbild. Ach, nee, da bin ich wieder. Ein Zuschauer, ja, wahrscheinlich sind wir das. Eventuell bin ich da, sagt er. Wie, echt jetzt? Bist du das? Yep. Nein.
Nein. Echt? Ich habe einen Zuschauer, oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch beim niegelnagelneuen Kanal von der guten Dame Flauschhase. Mein erster Zuschauer. Also abgesehen von dir und mir und vielleicht meine Mama, die irgendwann okay, mal... Okay, sagen wir dein erster echter Zuschauer. Ja. Meine Mama zählt auch als Zuschauer. Ja. So, ich habe es jetzt hier hingestellt.